Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zur Ausgabe Nummer 15 für die Graf Zeppelin aus dem Hause Aschett. Und ja, wir werden in der heutigen Ausgabe an den letzten Arbeitsschritt natürlich anknüpfen mit der Schubstange, mit dem Antrieb für die Ankerketten. Und dafür bekommen wir hier neue Bauteile, unter anderem auch einen Motor, den wir vielleicht sogar schon testen können. Aber schauen wir gleich mal in die Anleitung, ob wir bis zu dem Schritt überhaupt kommen oder ob das Ganze auf später verschoben wird. Ich würde sagen, ihr lasst gerne ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da, wenn es euch gefällt. Und ja, natürlich gerne noch einen Kommentar und einen Daumen nach oben hier da lassen. So, also kurz zur Erklärung, wir haben jetzt hier in der einen Tüte ist ein Wattestäbchen dabei und eine Tüte mit Fett. Da. Ich finde aber, dass das nett gemeint ist, aber wie gesagt, viel zu wenig und mit den Wattestäbchen auch nicht gut zu verwenden. Also ich empfehle euch da echt im Baumarkt oder sonst wo stinknormales Allzweckfett euch zu kaufen. Je nachdem, was ihr bevorzugt, zähflüssig, bisschen schmierigeres, aber auf jeden Fall ist das Fett, finde ich, von der Menge her nicht ausreichend. Da müsste man eigentlich größere Mengen beilegen. So, dann haben wir jetzt hier einmal den angesprochenen Motor. So, und der erste Schritt jetzt in der Anleitung wäre tatsächlich, dass man hier vorne das Getriebe einmal fetten soll. Aber das haben wir ja schon gemacht. Deswegen können wir die ersten zwei Schritte einmal komplett überspringen und gehen direkt hier zu der Halterung über, die wir als erstes mal hier vorne einsetzen. Darauf achten, dass wir das Kabel einmal hier vorne sauber daraus führen, ne, dass wir das dann nicht einquetschen. Und schrauben das Ganze jetzt hier viermal mit HP-Schrauben einmal fest. Mache jetzt hier nur mal eine rein zum zeigen, mache dann die restlichen gleich hinter der Kamera. So, und dann haben wir natürlich noch die Abdeckung hier hinten, die wir dann entsprechend hier einmal noch drüber montieren. So, und die wird dann hier hinten mit den FP-Schrauben befestigt. Und dann können wir tatsächlich einen Funktionstest machen. Ja, hier kommt erst noch der Motor rein, sehe ich gerade. War ich wieder zu schnell? So, also der Motor muss hier noch mit rein. Und zwar muss der hier vorne in die zwei Schlitze eingesteckt werden, damit hier dieses Zahnrad auf dem Kranz hier greift. So, ne? Das heißt, ich mache jetzt hier auch nochmal eine Fettverbindung, stelle ich daher, dass der hier auch geschmiert wird. Dann kommt der Motor hier rein, Deckel drüber und danach können wir unseren Test machen. So, ihr Lieben, das war es zumindest schon mal vom Bauen und ich habe jetzt hier schon mal das Batteriefach angeschlossen und dann machen wir jetzt den Funktionstest. Also ich habe schon getestet, es funktioniert. Was mich da ein bisschen stört, dass die Kette eigentlich gar nicht so weit rein und raus geht. Kann aber auch seine Vorteile haben, ne? Also ich lasse jetzt mal runter. So. Aber weil die Stange hat nämlich rechts und links zwei Anschläge. Das heißt, sie kann gar nicht so weit und großartig wandern. So, und dann wieder einholen. So, also
Tatsächlich geht es jetzt ein bisschen weiter, als ich vorher den Test gemacht habe. Ich habe nämlich gewundert, wo in der Anleitung der schwarze Strich hier auf der Stange sein soll, aber tatsächlich hier hinten kommt er, also so ungefähr auf der Hälfte der Stange. Und man soll tatsächlich darauf achten, dass der schwarze Strich nicht weiter hinaus wandert. Also bei mir ist er jetzt eigentlich schon ein bisschen zu weit. So, und zwar hat man ja hier diesen Zwischenraum. Und bis dahin sollte der schwarze Strich auch eigentlich nur gehen. Ne? Mal gucken, ob da später noch ein Anschlag kommt hier hinten, ne? Dass die Kette oder dass es hier hinten nicht weiterfährt. Auf jeden Fall Funktionstest erstmal bestanden. So, und in dem Sinne sage ich dann natürlich jetzt auch schon wieder, ja, tschüss und viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum nächsten Mal.